Geschichten. Vater zwang den Sohn, sich als Strafe mit einer Bettlerin zu verheiraten. Jedoch hat er nicht erwartet, was sein Sohn daraufhin mit ihm machen würde. Estevam wachte eines Morgens mit unerträglichen Kopfschmerzen auf, als würde jemand in seinem Schädel hämmern. Er stöhnte vor Schmerz und versuchte, den Schmerz zu ignorieren, indem er die Augen wieder schloss, fast wieder einschlafend, als das schrille Klingeln des Telefons neben seinem Ohr ihn zusammenzucken ließ. Widerwillig und schmerzgeplagt griff er nach dem Telefon. "Ja", antwortete er mit heiserer Stimme. "Wie fühlst du dich?" "Schrecklich. Wir haben gestern zu viel getrunken. Ich bin so fertig, dass ich mich kaum bewegen kann. Aber warum rufst du so früh an?" "Estevam, geht es dir gut?" "Ich muss zur Universität. Ich habe nicht den Luxus, zu fehlen, im Gegensatz zu dir. Meine Eltern können das nicht für mich übernehmen." "Verstanden, dann viel Glück. Ich werde versuchen, noch ein wenig zu schlafen." Nachdem er aufgelegt hatte, versuchte er erneut einzuschlafen. Sein Mund war trocken, ein klares Zeichen seines Wasserbedarfs, aber die Erschöpfung hinderte ihn daran aufzustehen. Er blieb im Bett, sich bewusst, dass sein Vater noch zu Hause war. Er wusste, dass er Kritik von seinem Vater ernten würde, sollte dieser ihn in diesem Zustand sehen. Zudem dachte er darüber nach, wie sein Vater sich selten in seinem Leben engagierte, immer distanziert und Probleme mit Geld statt Präsenz und Zuneigung löste. Schließlich zwang ihn der unerträgliche Durst gegen 2 Uhr nachmittags, das Bett zu verlassen. Er versuchte, leise zur Küche zu gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Donna Silva, die Küchenchefin, stand am Herd und bereitete etwas vor. Als sie Estevao die Küche betreten sah, warf sie ihm einen Blick zu, bevor sie sich zum Kühlschrank wandte. "Hier hast du ein gutes Morgenheilmittel. Trink das und geh duschen. Ich werde dir etwas zu essen machen." "Danke, Donna Silva. Ist sonst noch jemand zu Hause?" "Ja, deine Mutter ist da. Dein Vater ist heute Morgen früh raus." Nach einer belebenden Dusche, von der Estevao wusste, dass er sie brauchte, äußerte er den Wunsch, seine Mutter zu sehen. Donna Barros saß im Büro ihres Mannes und arbeitete am Computer. Als sie die Anwesenheit ihres Sohnes bemerkte, signalisierte sie ihm, näher zu kommen. "Hallo, mein Sohn. Ich sehe, du hast heute wieder die Universität verpasst. Bitte bring deinen Vater nicht gegen dich auf. Er war gestern wütend, drohte, dich zu enterben oder dir deine Mittel zu kürzen." "Mutter, er soll es tun. Er wird es bereuen. Außerdem wollte er, dass ich Mathematik studiere, was mich nicht interessiert. Ich bin dort nicht zufrieden." "Estevam, du weißt, wie wichtig eine höhere Bildung heutzutage ist. Deine Eltern mögen wohlhabend sein, aber irgendwann sind wir nicht mehr da. Was wirst du dann tun?" "Mutter, du hast gerade gesagt, dass ich ein kluger Junge bin. Ich werde sicherlich etwas herausfinden." Estevam lächelte seine Mutter an, in Erinnerung daran, wie sie und sein Vater sich an der Universität kennengelernt hatten. Sie war die Einzige, die sein hitziges Temperament mildern konnte. Er wurde sanfter, schrie nicht und lächelte sogar. Alle Geschäftspartner fürchteten seine eiserne Entschlossenheit.
Herr Barrow war immer sehr streng mit seinen Untergebenen und forderte stets Höchstleistungen. Wenn sie Lob verdienten, sparte er nicht damit, aber wenn er Faulheit oder Inkompetenz sah, entließ er die Person sofort. Sein Bauunternehmen war riesig, mit Niederlassungen in verschiedenen Städten. Er reiste häufig geschäftlich, um die Arbeit seiner Mitarbeiter persönlich zu inspizieren. Während dieser Reisen nahm er immer seine Frau mit. Als Estevao klein war, blieb er mit einem Kindermädchen zu Hause. Als er älter wurde, begleitete er seine Eltern ein paar Mal, fand es aber zu langweilig. So wurde das Leben bunter, als er die Schule beendete und auf die Universität ging. Clubs, Mädchen, Unterhaltung jeden Tag. Er konnte seinen Vater nicht verstehen, wie jemand die ganze Zeit arbeiten und nie eine Pause machen konnte. Dieses Leben war nichts für ihn. Okay, Mutter, ich gehe. Ich muss bei Martin vorbeischauen, um einige Notizen zu holen. Ich werde lernen, wie du sagst, ich möchte Papa nicht verärgern. Danke, mein Sohn. Übrigens, dein Vater hat die Schlüssel zu deinem Auto genommen. Er hat diese Woche viele Strafzettel bekommen deswegen. Und wenn du nicht richtig fahren kannst, solltest du zu Fuß gehen. Mutter, um Gottes Willen, mein Vater ist Millionär und nimmt mir das Auto wegen einiger Strafzettel weg. Er hat seine Millionen selbst verdient und weiß, wie man sie verwaltet. Wenn du anfängst, dein eigenes Geld zu verdienen, wirst du verstehen, dass es unklug ist, es leichtsinnig auszugeben. Estevam schlug wütend die Tür zu. Es war falsch, seinen Frust an seiner Mutter auszulassen. Aber er konnte nicht anders. Warum musste er das tun? Ohne mein Auto kann ich nicht leben. Er ging zur Garage und näherte sich Herrn Thomas, der sein Mechaniker, Hausmeister und Gärtner war. Hallo, Herr Thomas, haben Sie Ersatzschlüssel für mein Auto? Ja, die sind irgendwo hier. Ich habe Ersatzschlüssel für Ihre Autos, falls Sie Ihre verlieren. Haben Sie Ihre Schlüssel verloren? Ja, ich kann mich nicht erinnern, wo ich sie hingelegt habe. Ich habe überall gesucht. Gut, warten Sie einen Moment, ich werde in einer Minute nachsehen. Er brachte die Ersatzschlüssel für Estevams neuestes Auto, ein BMW-Modell. Danke, Herr Thomas, Sie haben mir das Leben gerettet. Als er in sein Auto stieg, fühlte er sich sofort besser. Sein Vater kannte seine Schwachstelle und beschloss, dort zuzuschlagen, aber es funktionierte nicht, Estevam lächelte. Er sollte wirklich zur Universität gehen, zumindest für ein paar Tage, um den Vater nicht zu verärgern, sonst könnte er alles verlieren und eine Auseinandersetzung mit ihm wäre kostspieliger. Er dachte darüber nach, während er das Gaspedal drückte und zu Martins Haus fuhr. Martin wohnte auf der anderen Seite der Stadt, deshalb übernachtete er oft bei seinem Freund. Es war schwierig, aber er verpasste nie den Unterricht. Bildung war eine Priorität. »Hey, bist du zu Hause?«, fragte Estevam, als er parkte. »Wenn nicht, ich bin unten. Bitte bring alle Notizen mit. Mein Vater ist mal wieder wütend und ich muss ihn etwas beruhigen.« Martin stieg ins Auto und übergab einen Stapel Hefte. »Mach weiter, und übrigens, was hast du vor? Es ist dein letztes Jahr an der Uni, willst du wirklich 4 Jahre so verschwenden? Wenn du in den nächsten Tagen nicht erscheinst,
droht er, dich rauszuwerfen. Okay, ich werde erscheinen. Ich kann meinen Alten jetzt nicht verärgern. Hör zu, wie wäre es, wenn wir zu mir nach Hause gehen? Du könntest lernen und das Aufgeschobene aufholen. Und ich könnte dir alles erklären, was unklar ist. Okay, aber ich muss heute Abend zu Hause sein. Meine Mutter hat mich gestern betrunken erwischt. Glücklicherweise hat sie nichts dem Vater gesagt, sonst wäre ich erledigt. Estevam schaffte es, 2 Tage lang den Unterricht zu besuchen, begann dann aber wieder zu fehlen und verschwand mit seinen Freunden zu nächtlichen Straßenrennen. Er liebte es, nachts durch die Stadt zu rasen, alle Regeln zu ignorieren und in diesen Momenten völlige Freiheit zu fühlen. Sie beschlossen, wie üblich zu rasen, aber die Polizei hatte eine Falle für die Raser aufgestellt, und Estevao wurde erwischt. Er verbrachte fast einen Tag in der Zelle, bevor sein Vater kam, um ihn abzuholen. Sein Vater sah ihn streng an und sagte dann ehrlich: Ich wollte eigentlich nicht hierher kommen, um dich abzuholen. Ich dachte, du solltest 15 Tage hier verbringen, um über deine Handlungen nachzudenken. Dank deiner Mutter, die auf deiner Freilassung bestand, bist du jetzt hier. Esteva verstand, dass es besser war, vorerst zu schweigen und seinen Vater etwas abkühlen zu lassen. Sie kehrten nach Hause zurück, und sein Vater brach schließlich das Schweigen. Hör gut zu. Ich werde dir deine Autos nicht zurückgeben. Zweitens, ab morgen gehst du zur Universität. Es bleibt nur noch 1 Monat, um dein Studium abzuschließen, also sei so nett und schließe es ab. Was danach passiert, werden wir sehen, falls ich herausfinde, dass du wieder nicht zur Universität gehst. Estevam konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Er war verärgert, dass sein Vater ihm das Auto weggenommen hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er jetzt ohne Auto leben sollte. Die Wut kochte in ihm und er beschloss, aus reiner Trotzigkeit nichts zu tun. Ich gehe nicht zur Universität. Ich bin erwachsen, dachte er. Es besteht keine Notwendigkeit, mich zu bemuttern, ich werde tun, was ich will, schließlich weiß mein Vater, dass das Auto alles für mich bedeutet. Er trifft mich, wo es am meisten wehtut, welch ein Idiot. Früh am Morgen ging er aus und fuhr zu den Freunden, mit denen er normalerweise abhing. Hey, kann ich ein paar Tage bei dir bleiben? Fragte er einen Freund. Meine Eltern nerven mich. Klar, nur damit du weißt, ich habe kein Essen, also musst du dich selbst versorgen. Esteva überprüfte seine Taschen, aber alles, was er hatte, waren 1 paar Münzen. Ja, ich bin auch knapp bei Kasse, um ehrlich zu sein. Ach komm, der Sohn eines Millionärs lebt wie ein Armer. Wenn ich einen Vater wie deinen hätte, hätte ich immer Geld. Wenn du einen Vater wie meinen hättest, spottete Estevao ihn, wärst du nicht mal am Leben. Es ist einfach zu reden, wenn man nicht viel weiß, und Geld von ihm zu bekommen, ist nicht so einfach. Nun, egal wie die Situation ist, sie sind nicht in Eile, dir Geld zu geben. Und denk nicht, dass ich scherze, ich meine es ernst, das ist mein Haus, und du musst dich selbst versorgen. Estevam erkannte nun, dass er im Grunde genommen nichts hatte. Er hatte keine wahren Freunde, sie waren nur in der Nähe, wenn er Geld hatte. Als er keins hatte, kümmerten sie sich nicht um ihn.
Herr Barrows fuhr nach Hause und dachte über seinen Sohn nach. Was ist mit diesem Jungen passiert? Er hat sich völlig verloren. Und ich hatte große Hoffnungen in ihn gesetzt. Ich dachte, er würde die Universität abschließen, mit mir arbeiten, heiraten und sich niederlassen. Aber es ist das Gegenteil. Er studiert nicht, treibt Unfug, verschwindet immer, etwas muss getan werden. Wenn ich das unkontrolliert lasse, wird er sich selbst zerstören. Und er ist sehr intelligent, er hat die High School mit Auszeichnung abgeschlossen, was mit ihm passiert, ist unerklärlich. Er sah müde zum Fahrer und merkte, dass er etwas sagte. Er runzelte die Stirn und versuchte zu verstehen. Also, Herr Barrows, ich habe meinen Sohn verheiratet, und es geht ihm jetzt sehr gut. Er hat sein Leben wirklich umgekrempelt. Er liebt seine Frau, arbeitet hart, träumt davon, Kinder zu haben. Aber davor hatte ich keine Ahnung, was ich mit ihm anfangen sollte. Was mit der heutigen Jugend los ist, ist unbegreiflich. Das ist eine Idee, dachte Herr Barrows, genau. Er muss heiraten, aber mit einem anständigen Mädchen, nicht einem, das am zweiten Tag verschwindet. Und sie sollte so problematisch sein wie er, jemand ein bisschen älter, der ihm ein paar Dinge beibringen kann. Er erinnerte sich, dass er oft obdachlose Personen in der Nähe seines Büros sah. Und es gab ein obdachloses Mädchen, das immer herumlungerte. Esteva hielt sich oft in dieser Gegend auf, Herr Barrows bemerkte sie auch, weil er dachte, dass sie sehr schön sein würde, wenn sie sauber und richtig gekleidet wäre. Also beschloss er, mit ihr zu reden. Er versprach ihr Geld und bat sie um Hilfe bei der Reform seines Sohnes, habe es zu Herrn gebracht. Barrows und sein persönlicher Fahrer Leonardo, der den Plan des Chefs kannte. Es dauerte eine ganze Woche, sie zu finden. Er verlor fast die Hoffnung, als er sah, wie ihn zwei Polizisten zu ihrem Auto zerrten. Leonardo, hör auf, sie ist da, beeil dich, sonst gehen sie. Nachdem sie mit der Polizei gesprochen und das Mädchen sichergestellt hatten, fuhren sie zu Mr. Barrows. Was willst du von mir? Sagte sie trotzig, ich bin keiner von ihnen, lass mich gehen, ich gehöre nicht dazu, wen meinst du? Fragte Herr Barrows, nun ja, ich bin keine einfache Frau und auch keine Süchtige, die alles tun würde, warum hat die Polizei sie dann verhaftet? Ich stand in der Nähe des Einkaufszentrums, neben den Mülleimern, normalerweise werfen sie um 8 Uhr morgens Reste und Sachen weg, sie wissen schon, abgelaufene Sachen und so, dann entschieden zwei Obdachlose, dass ich kein Recht habe, dorthin etwas mitzunehmen. Ich war wütend, jemand sah unseren Streit und rief die Polizei. Sie rannten weg und ich wurde erwischt. Möchten Sie etwas Geld verdienen? Ja, das möchte ich, aber zuerst muss ich wissen, was Sie von mir wollen, denn ich bin kein Dieb und werde nichts Kriminelles tun. Wenn ich dich ansehe, denke ich, dass du kein Dieb bist, du bist kein Süchtiger, du bist fast wie ein Engel im Fleisch. Warum ist dein Leben so? Warum studierst oder arbeitest du nicht? Das ist eine lange Geschichte, wissen Sie. Wie auch immer, Herr Barrows fing an, dieses Mädchen zu mögen, trotz ihrer obdachlosen Situation konnte er erkennen, dass sie intelligent und entschlossen war, nicht weiter im Leben zu versinken, was ihm Respekt einbrachte. Warum versuchst du es nicht, es mir zu sagen? Ich bin nicht dumm, ich glaube, ich kann es verstehen. Agatha wuchs in einem Waisenhaus auf, ihre Eltern starben, als sie 5 Jahre alt war. Ich erinnere mich an meinen Vater, der mich auf seinen Schultern trug, und an meine Mutter,
die köstliche Kirschkuchen backte. Ich liebe sie so sehr. Nach dem Tod meiner Eltern wollte keiner meiner Verwandten mein Vormund sein. Sie weigerten sich, sich um mich zu kümmern und schickten mich ins Waisenhaus. Ich kann Ihnen sagen, es war kein schöner Ort. Es gab damals sehr wenig Freundlichkeit. Ein neuer Betreuer, Herr Freitas, ist angekommen. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber er war unerbittlich zu mir. Er belästigte mich auf viele Arten und einmal hätte er mich fast angegriffen. Am Ende bin ich einfach weggelaufen, also habe ich keine Papiere, kein Haus, nichts. Ohne Papiere kann ich weder zur Schule gehen noch einen Job bekommen. Das ist meine Geschichte. Hör zu, Agatha, ich habe eine eher ungewöhnliche Bitte an dich. Ich erkläre dir gleich alles, aber eines ist wichtig. Wenn du zustimmst, erhältst du deine Unterlagen sofort. Du kannst dich an der Hochschule einschreiben und mit dem Studium beginnen, dann verspreche ich dir einen guten Job, bei dem du gut lernen wirst. Wenn ich denke, dass sie ihre Aufgabe hervorragend erledigt haben, kaufe ich ihnen ein Haus, ein Auto und gebe ihnen Geld. Also, was sagst du? Soll ich jemanden zerstören? Nein, auf keinen Fall. Es ist ganz einfach. Sie müssen nur die Ehefrau meines Sohnes werden. Agatha war von Herrn Barrows Vorschlag zunächst etwas schockiert. Aber sie erkannte, dass dies ihre Chance war, der Armut zu entkommen und endlich ein normales Leben zu führen. Sie hatte keine Angst vor dem Jungen, den sie reformieren sollte. Sie hatte sich schon mit viel schwierigeren Fällen auseinandergesetzt. Es war nur so, dass es sich so unwirklich anfühlte, fast als würde sie träumen. Mehrmals während ihres Gesprächs mit Estevams Vater kniff sie sich, um sicherzustellen, dass sie nicht schlief. Es ist, als würde ich träumen, so etwas passiert nicht im echten Leben. Ich habe so etwas Ähnliches in Filmen gesehen. Machen Sie Witze mit Ihrem Reichtum und Ihren Verbindungen? Fragte sich Agatha. Ich bin absolut ernst. Sagen Sie ja und Ihr Leben wird sich verbessern. Herr Barrows hielt sein Wort. Am nächsten Tag lagen ihre Dokumente und etwas Geld vor ihr. Mit Geld und Verbindungen kann heutzutage alles möglich gemacht werden, dachte sie. Jetzt gehen wir einkaufen, sie müssen alles kaufen, was sie brauchen, und ein paar neue Kleider. Wenn es nur mein Sohn und ich im Haus wären, würde ich sie ungeniert einziehen lassen. Aber meine Frau, Frau Barrows, ist auch im Haus, sie wäre schockiert, sie zu sehen. Und wie werden Sie das Ihrer Frau erklären? Das ist mein Problem, darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Sie müssen nur tun, was ich sage. Sie können sich Ihre Universität aussuchen. Ich werde mich um alles kümmern, ich sehe, dass Sie eine Ausbildung benötigen. Sie sind sehr intelligent. Mit Bildung werden Sie weit kommen. Übrigens müssen Sie eine medizinische Untersuchung durchlaufen. Sie verstehen, dass Sie Teil unserer Familie werden. Und wer weiß, welche Infektionen es geben könnte, wo Sie zuvor gelebt haben. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Aber das sind meine Bedingungen. Ich werde tun, wie Sie sagen, es macht mir nichts aus. Anspruchsvoll zu sein in meiner Lage wäre dumm. Außerdem wird es mir nicht schaden. So ist es richtig. Heute werden Sie zur Klinik gebracht. Und morgen müssen Sie mit unserem Plan beginnen. Mein Sohn ist jetzt zu Hause. Und er wurde zurechtgewiesen. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine endgültige Entscheidung über ihn treffen würde, denn seine Lebensweise ist inakzeptabel. Er zerstört sich selbst, und er ist so intelligent, außerdem ist er mein Sohn.
Ich habe große Hoffnungen in ihn. Als Herr Barrows den medizinischen Bericht von Agatha erhielt, war er überrascht, sie war völlig gesund. Sie ist wirklich etwas Besonderes, und es sollte nicht anders sein. Esteva erwartete gespannt seinen Vater, er wusste nicht, was sein Vater diesmal geplant hatte. Aber er erinnerte sich daran, dass er diesmal nichts Gutes erwarten sollte. Sein Vater war extrem wütend auf ihn. Sogar seine Mutter war sehr besorgt um ihren Sohn. Die Mutter klopfte an die Tür und einen Moment später blickte Frau Barrows in das Zimmer. »Liebling, komm ins Büro, dein Vater hat gesagt, er wäre bald zu Hause und möchte mit dir sprechen. Haben wir jetzt ein Familientreffen?« »Estevam, bitte sei nicht sarkastisch, hör deinem Vater zu. Er meint es nur gut mit dir, wenn du mit ihm streitest, wird es nur schlimmer, okay?« »Mutter, mach dir keine Sorgen, mal sehen, was er diesmal für mich ausgedacht hat.« Estevam war überrascht, als er sah, dass sein Vater nicht allein war, sondern von einem Mädchen begleitet wurde. Er musste zugeben, dass sie hübsch war, mit einer Art wilder Schönheit. »Gut, mein Sohn, das ist Agatha, deine zukünftige Ehefrau.« »Was? Sind Sie verrückt geworden? Ich will nicht heiraten, ich brauche das nicht, Vater.« »Vorsicht, Estevam«, griff Frau Barrows ein. »Du solltest sie nicht beleidigen, sie hat dir nichts getan. Bitte behalte die Kontrolle.« Estevam schwieg, er wollte seine Mutter nicht verletzen, obwohl spitze Kommentare auf der Zunge lagen. Warum hatte sein Vater das plötzlich beschlossen? Und er hatte sogar allein eine Ehefrau für ihn ausgesucht. Er hätte zumindest fragen können, wen ich mag. Außerdem brachte er irgendein zufälliges Mädchen mit, das nicht einmal attraktiv ist. »Lass uns bekannt machen, Agatha«, fuhr Herr Barrows fort. »Meine Frau, Frau Barrows, Mutter dieses faulen Jungen hier, ich bin es leid, dich mein Geld verschwenden zu sehen und dich mit ständigem Trinken selbst zu zerstören.« »Nein, keineswegs, es ist ganz einfach. Sie müssen nur die Ehefrau meines Sohnes werden.« Agatha war von Herrn Barrows Vorschlag zunächst etwas schockiert, verstand aber, dass dies ihre Chance war, der Armut zu entkommen und endlich ein normales Leben zu führen. Sie hatte keine Angst vor dem Jungen, den sie umkrempeln sollte. Sie hatte schon viel Schlimmeres bewältigt. Es war nur so unwirklich, fast wie ein Traum. Mehrmals während ihres Gesprächs mit Estevams Vater zwickte sie sich, um sicherzugehen, dass sie nicht träumte. »Es ist, als wäre ich in einem Traum, das passiert nicht im echten Leben. Ich habe so etwas nur in Filmen gesehen. Spielen Sie mit Ihrem Reichtum und Ihren Verbindungen?« fragte sich Agatha. »Ich meine es absolut ernst. Sagen Sie ja, und Ihr Leben wird sich verbessern.« Herr Barrows hielt sein Wort. Am nächsten Tag lagen ihre Papiere und etwas Geld vor ihr. Mit Geld und Verbindungen kann man heutzutage alles machen, dachte sie. »Jetzt gehen wir einkaufen, Sie müssen sich alles kaufen, was Sie brauchen, und ein paar neue Kleider. Wenn es nur mein Sohn und ich im Haus wären, würde ich sie ohne weiteres aufnehmen. Aber meine Frau, Frau Barrows, ist auch im Haus, sie wäre entsetzt, sie zu sehen. Und wie werden Sie das Ihrer Frau erklären? Das ist mein Problem, darum müssen Sie sich keine Gedanken machen, Sie müssen nur tun, was ich sage.
Sie können sich Ihre Universität aussuchen. Ich werde mich um alles kümmern. Ich sehe, dass Sie Bildung brauchen. Sie sind sehr intelligent. Mit Bildung werden Sie weit kommen. Übrigens müssen Sie sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Sie verstehen, dass Sie Teil unserer Familie werden. Und wer weiß, welche Infektionen es geben könnte, wo Sie zuvor gelebt haben. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das sind meine Bedingungen. Ich werde tun, wie Sie sagen, es macht mir nichts aus. Anspruchsvoll zu sein in meiner Situation wäre dumm. Außerdem wird es mir nicht schaden. Genau so sprechen Sie. Heute werden Sie zur Klinik gebracht. Und morgen beginnen Sie mit unserem Plan. Mein Sohn ist derzeit zu Hause und er wurde zurechtgewiesen. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine endgültige Entscheidung über ihn treffen werde, denn seine Lebensweise ist inakzeptabel. Er zerstört sich selbst und er ist so intelligent, zudem ist er mein Sohn. Ich habe große Hoffnungen in ihn. Als Herr Barros den medizinischen Bericht von Agatha erhielt, war er überrascht. Sie war vollkommen gesund. Sie ist wirklich etwas Besonderes und es sollte nicht anders sein. Esteva erwartete gespannt seinen Vater. Er wusste nicht, was sein Vater diesmal geplant hatte, aber erinnerte sich daran, dass er diesmal nichts Gutes erwarten sollte. Sein Vater war äußerst wütend auf ihn. Sogar seine Mutter war sehr besorgt um ihren Sohn. Die Mutter klopfte an die Tür und einen Moment später schaute Frau Barros ins Zimmer. »Liebling, komm ins Büro. Dein Vater hat gesagt, er wäre bald zu Hause und möchte mit dir sprechen. Haben wir jetzt ein Familientreffen?« »Estevam, bitte sei nicht sarkastisch, hör deinem Vater zu. Er meint es nur gut mit dir, wenn du mit ihm streitest, wird es nur schlimmer, okay?« »Mutter, mach dir keine Sorgen, wir werden sehen, was er diesmal für mich ausgedacht hat.« Estevam war überrascht, als er sah, dass sein Vater nicht allein war, sondern von einem Mädchen begleitet wurde. Er musste zugeben, dass sie hübsch war, sie besaß eine Art wilde Schönheit. »Also, mein Sohn, das ist Agatha, deine zukünftige Ehefrau.« »Was? Sind Sie verrückt geworden? Ich will nicht heiraten, ich brauche das nicht, Vater.« »Vorsicht, Estevam«, griff Frau Barros ein. »Du solltest sie nicht beleidigen. Sie hat dir nichts getan. Bitte behalte die Kontrolle.« Estevam schwieg, er wollte seine Mutter nicht verletzen, obwohl scharfe Kommentare auf der Zunge lagen. Warum hatte sein Vater das plötzlich beschlossen? Und er hatte sogar allein eine Ehefrau für ihn ausgesucht. Er hätte zumindest fragen können, wen ich mag. Außerdem brachte er irgendein zufälliges Mädchen mit, das nicht einmal attraktiv ist. »Lernen Sie sich kennen, Agatha«, fuhr Herr Barros fort. »Meine Frau, Frau Barros, Mutter dieses faulen Jungen hier, ich bin es leid, dich mein Geld verschwenden zu sehen und dich mit ständigem Trinken selbst zu zerstören.« »Nein, keineswegs, das ist einfach. Sie müssen nur die Ehefrau meines Sohnes werden.« Agatha war zunächst etwas schockiert über den Vorschlag von Herrn Barros, aber sie erkannte, dass dies ihre Chance war, der Armut zu entfliehen und endlich ein normales Leben zu führen. Sie hatte keine Angst vor dem Jungen, den sie umformen sollte. Sie hatte sich bereits mit viel schwierigeren Fällen befasst. Es kam ihr nur so unwirklich vor, fast wie ein Traum.
Mehrmals während ihres Gesprächs mit Estevams Vater zwang sie sich, zu überprüfen, ob sie nicht träumte. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Traum, das passiert nicht im wirklichen Leben. Ich habe so etwas nur in Filmen gesehen. Machen Sie Witze mit Ihrem Reichtum und Ihren Verbindungen? Fragte sich Agatha. Ich bin absolut ernst, sagen Sie ja, und Ihr Leben wird sich verbessern. Herr Barros hielt sein Wort. Am nächsten Tag lagen ihre Papiere und etwas Geld vor ihr. Mit Geld und Verbindungen kann man heutzutage alles bewirken, dachte sie. Nun, gehen wir einkaufen, Sie müssen sich alles kaufen, was Sie brauchen, und ein paar neue Kleider. Wenn es nur mein Sohn und ich im Haus wären, würde ich sie ohne weiteres aufnehmen. Aber meine Frau, Frau Barros, ist auch im Haus, sie wäre schockiert, sie zu sehen. Und wie werden Sie das Ihrer Frau erklären? Das ist mein Problem. Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Sie müssen nur tun, was ich sage. Sie können Ihre Universität auswählen. Ich werde mich um alles kümmern. Ich sehe, dass Sie Bildung brauchen. Sie sind sehr intelligent. Mit Bildung werden Sie weit kommen. Übrigens müssen Sie sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Sie verstehen, dass Sie Teil unserer Familie werden. Und wer weiß, welche Infektionen es geben könnte, wo Sie zuvor gelebt haben. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das sind meine Bedingungen. Ich werde tun, was Sie sagen, es macht mir nichts aus. Anspruchsvoll zu sein in meiner Lage wäre dumm. Außerdem wird es mir nicht schaden. Das ist der richtige Geist. Heute werden Sie zur Klinik gebracht. Und morgen beginnen Sie mit unserem Plan. Mein Sohn ist derzeit zu Hause. Und er wurde zurechtgewiesen. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine endgültige Entscheidung über ihn treffen werde, weil seine Lebensweise inakzeptabel ist. Er zerstört sich selbst, und er ist so intelligent, zudem ist er mein Sohn. Ich habe große Hoffnungen in ihn. Als Herr Barros den medizinischen Bericht von Agatha erhielt, war er überrascht, sie war vollkommen gesund. Sie ist wirklich etwas Besonderes, und es sollte nicht anders sein. Esteva wartete gespannt auf seinen Vater, er wusste nicht, was sein Vater diesmal geplant hatte. Aber er erinnerte sich daran, dass er diesmal nichts Gutes erwarten sollte. Sein Vater war äußerst wütend auf ihn. Selbst seine Mutter war sehr besorgt um ihren Sohn. Die Mutter klopfte an die Tür, und einen Moment später schaute Frau Barros ins Zimmer. »Liebling, komm ins Büro, dein Vater hat gesagt, er wäre bald zu Hause und möchte mit dir sprechen. Haben wir jetzt eine Familienbesprechung?« »Estevam, bitte sei nicht sarkastisch, hör deinem Vater zu. Er meint es nur gut mit dir, wenn du mit ihm streitest, wird es nur schlimmer, okay?« »Mutter, mach dir keine Sorgen, wir werden sehen, was er diesmal für mich ausgedacht hat.« Estevam war überrascht, als er sah, dass sein Vater nicht allein war, sondern von einem Mädchen begleitet wurde. Er musste zugeben, dass sie hübsch war, sie besaß eine Art wilde Schönheit. »Also, mein Sohn, das ist Agatha, deine zukünftige Ehefrau.« »Was? Sind Sie verrückt geworden? Ich will nicht heiraten, ich brauche das nicht, Vater.« »Vorsicht, Estevam«, griff Frau Barros ein. »Du solltest sie nicht beleidigen, sie hat dir nichts getan. Bitte behalte die Kontrolle.« Estevam schwieg,
Er wollte seine Mutter nicht verletzen, obwohl spitze Kommentare auf der Zunge lagen. Warum hatte sein Vater das plötzlich beschlossen? Und er hatte sogar allein eine Ehefrau für ihn ausgesucht. Er hätte zumindest fragen können, wen ich mag. Außerdem brachte er irgendein zufälliges Mädchen mit, das nicht einmal attraktiv ist. Lass uns bekannt machen, Agatha, fuhr Herr Barros fort. Meine Frau, Frau Barros, Mutter dieses faulen Jungen hier, ich bin es leid, dich mein Geld verschwenden zu sehen und dich mit ständigem Trinken selbst zu zerstören. Herr Barros schickte Estevam auf eine Geschäftsreise und rief dann Agatha in sein Büro. Nun, Agatha, wir benötigen Ihre Dienste nicht mehr. Sie haben Ihre Aufgabe hervorragend gemeistert, meinen Sohn zu einem Mann gemacht. Hier ist die Adresse, ich habe, wie versprochen, eine Wohnung für Sie gekauft, sie ist möbliert, also ist alles bereit, und hier ist das Geld, Sie können morgen umziehen. Agatha trat ins Zimmer und begann zu weinen. Sie fühlte sich wieder wie das kleine Mädchen mit einem überwältigenden Gefühl der Einsamkeit. Nun war sie wieder allein. Sicher, sie hatte eine Wohnung und ihre Bildung machte Fortschritte. Aber irgendwas stimmte nicht in ihrem Herzen. Agatha versuchte, nicht an Estevam zu denken, denn sie wusste, dass sie nicht fähig sein würde zu gehen, wenn sie das täte. Sie hatte sich in ihn verliebt, so tief, dass sie an niemand anderen denken konnte. Bevor sie ging, hatte er um ihre Hand angehalten, sagte, dass er sie liebte und wollte, dass sie seine Frau wird. In der Nacht, als Agatha aus ihrem Zimmer kam, um Tee zu trinken, hörte sie ein Gespräch zwischen Herrn Barros und seiner Frau. Nun, er hat vorgeschlagen, unsere Kinder zu verheiraten, ich denke, das wäre eine brillante Ehe für unseren Sohn. Sind Sie sicher, dass Estevam damit einverstanden sein wird? Sie hätten ihn zuerst fragen sollen. Mein Sohn ist sehr klug, er wird verstehen, dass es ein vorteilhaftes Geschäft ist und mit mir einverstanden sein. Sie haben mich geheiratet, wissend, dass es ein vorteilhaftes Geschäft war. Das ist anders. Damals hätte ich, glauben Sie mir, wenn meine Eltern mir so ein Geschäft angeboten hätten, niemals abgelehnt. Ich verstehe, also sagen Sie, dass Sie niemanden lieben. Sie haben nur Geschäfte im Kopf. Was ist mit Agatha? Agatha geht morgen, wie wir vereinbart haben. Ich habe eine Wohnung für sie gekauft und ihr Geld gegeben. Jetzt hat sie einen Ort, den sie zu Hause nennen kann, und die notwendigen Dokumente. Sobald sie mit ihren Studien fertig ist, werde ich ihr helfen, eine gute Stelle zu finden. Sie hat ihre Mission erfüllt. Arme, ich fühle wirklich Mitleid für sie. Warum? Sie hat alles bekommen, worauf wir uns geeinigt haben. Dann glaube ich, dass sie zufrieden sein sollte. Sie sollten ein reifer und kluger Mann sein, dennoch behandeln sie Menschen wie Wegwerfware. Sie benutzen sie und werfen sie dann weg, aber so kann man nicht leben. Du machst mir Angst. Sie setzten ihr Gespräch über etwas anderes fort, aber Agatha hörte nicht mehr zu. Sie kehrte in ihr Zimmer zurück und begann erneut zu weinen. Sie verstand nicht, warum sie sich so schlecht fühlte, obwohl alles nach Plan verlaufen war. Alle Vereinbarungen wurden erfüllt, aber sie fühlte sich tief gestört. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, ihre Sachen zu packen, Bücher und Notizbücher, und stellte sicher,
dass sie nichts zurückließ. Agatha beschloss, nicht zur Universität zu gehen, sondern stattdessen in ihre neue Wohnung umzuziehen. Sie musste herausfinden, wie sie alleine zum Institut kommen konnte, da sie daran gewöhnt war, von Estevam gefahren zu werden. Sie mochte ihre neue Wohnung. Sie hatte ein Schlafzimmer, einen Flur, ein Badezimmer und eine geräumige Küche. Die Möbel waren neu und schön. Sie packte ihre Sachen aus und ordnete alles sorgfältig in Schränken und Regalen an. Sie öffnete den neuen Kühlschrank, der noch leer und ausgeschaltet war. Agatha schaltete ihn ein und bereitete sich darauf vor, Lebensmittel einzukaufen. Der Laden war in der Nähe. Agatha ging durch die Gänge und erinnerte sich daran, wie sie kürzlich mit Frau Barros einkaufen gegangen war. Plötzlich fühlte sie einen Stich im Herzen, als sie erkannte, dass sie sich nicht einmal verabschiedet hatte, weil sie wusste, dass sie die Tränen nicht zurückhalten könnte. Währenddessen kehrte Estevam nach Hause zurück und ging sofort zu Agathes Zimmer. Sie hatte seine Anrufe in den letzten 2 Tagen nicht beantwortet und ihr Telefon war ständig ausgeschaltet. Er versuchte, mit seinem Vater zu sprechen, aber sein Vater wich dem Thema geschickt aus. Dann entschied er sich, selbst nachzuforschen. Als er die Tür öffnete, fand er ein leeres Zimmer, ohne ihre Sachen, Bücher und Notizblöcke. Er wollte mit seiner Mutter sprechen, aber sie war nicht zu Hause. Estevam ging dann ins Büro seines Vaters. Dort fand er Herrn Barros in Gesellschaft eines alten Freundes, der sie oft besuchte. »Hallo, Herr Cardoso«, begrüßte Estevam höflich den Freund seines Vaters, als er sah, dass sein Vater nicht allein war. »Estevam, bist du das? Ich erkenne dich. Du bist zu einem so hübschen jungen Mann herangewachsen. Ich habe viel von dir durch deinen Vater gehört. Er hört nicht auf, dich zu loben. Übrigens, Estevam, du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ihr beiden fahrt mit eurem Gespräch fort. Ich muss meine Familie vom Flughafen abholen.« Als sie allein waren, fragte Estevam: »Vater, wo ist Agatha? Warum sind ihre Sachen nicht mehr im Haus?« »Vergiss sie, mein Sohn. Sie hat ihre Mission erfüllt und ist jetzt frei. Du solltest meinem Vorschlag zuhören. Er ist sehr vorteilhaft für uns.« »Warte, Vater, welche Mission redest du von?« »Siehst du, ich habe sie absichtlich hierher gebracht, damit du etwas für sie empfindest. Sie kommt aus einem Waisenhaus, hat niemanden, außerdem ist sie nicht von unserem Stand. Also musst du jetzt an etwas anderes denken. Hier ist ein lukratives Angebot. Du wirst Clara heiraten. Erinnerst du dich, sie hat uns besucht, als sie klein war, und jetzt hat sie sich zu einer Schönheit entwickelt. Vergiss es, Vater, es wird keine Heirat in meinem Fall geben, falls du es vergessen hast. Lass mich daran erinnern, du hast mir bereits eine Ehefrau gebracht, das waren deine Worte.« Estevam verließ das Büro und ließ Herrn Barros fassungslos auf seinem Stuhl sitzen. Inzwischen klingelte es an Agathes Wohnungstür. Überrascht zuckte sie mit den Schultern und ging zur Tür. Dort stand Estevam mit einem Blumenstrauß. »Wenn du dachtest, du könntest vor mir fliehen, lass mich dir sagen, das ist eine schlechte Idee, du wirst es nicht schaffen«, sagte er lächelnd. »Mach dich bereit und lass uns nach Hause gehen.«
Estevam war nun ein unabhängiger Mann, der mit seiner Frau Agatha zusammenlebte. Das Paar war glücklich und niemand konnte die Liebe, die sie füreinander hatten, erschüttern. Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.